Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum DAX-Check heute am Dienstag. Ja, gestern überraschend stabil die Börsen. Wir waren am Ende leicht im Plus bei 14.657 Punkten, nachdem wir schon auf 14.539 Zähler zurückgefallen waren. Heute entscheidet sich, ob wir die 14.6 verteidigen können. Im Moment, die vorbörslichen Kurse schauen nicht danach aus, sind wir leicht darunter unter der 14.6, was natürlich an den neuen Lockdown-Maßnahmen liegt. Der Bundesregierung bis 18. April verlängert, verschärfter Lockdown über Ostern. Wir wollen hier keine politische Diskussion anzetteln, sondern uns mit den Fakten am Aktienmarkt beschäftigen. Und da können wir auch durchaus jetzt mal nach Frankfurt schalten. Die ersten Kurse sind da. 14.587 Punkte, ein Minus von 0,5%. Wie gesagt, durchaus Rückschlagspotenzial vorhanden, nachdem eben die Ungewissheit steigt, wann die Wirtschaft sich in Europa erholen kann, nachdem die Impfkampagne eben sehr schleppend verläuft. Jetzt ein neuer Lockdown, da werden sich sicherlich auch andere Nationen anschließen. Haben die Amis ganz klar einen Vorteil. Die sind viel weiter als wir hier. Und ja, das merkt man auch am Kursverlauf. Von daher bleiben wir erstmal ja weiterhin an der Seitenlinie. Schade, dass wir mit dem Inliner ausgestoppt sind. Das wäre mit Sicherheit durchaus noch interessant geworden, hier den Maximalbetrag zu sehen. Nochmal ein Blick auf die Kurstafel in Frankfurt. Vier Aktien sind im Moment im grünen Bereich: Volkswagen, Infineon, Deutsche Bank und Bayer, jetzt auch Fresenius. Also sehr wenige Gewinneraktien, viele Verliereraktien, aber von daher ist das Minus von 0,5% durchaus überschaubar. Es wird sich die nächsten Tage sicherlich die Volatilität erhöhen und von daher müssen wir einfach warten, was mit der Impfkampagne zum Beispiel jetzt vorangeht, wenn das durchaus jetzt vielleicht mal zügiger geht. Besteht weiterhin die Chance, dass wir hier auch nochmal neue hoch sehen. Wenn nicht, kann es natürlich nochmal ungemütlich werden. Das war's von meiner Seite zum DAX. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag. Bleiben Sie gesund. Bis morgen. Tschüss.